Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier einmal mehr zurück in Heraklion. Weil wir Kreta durchspielen wollen. Und wir wollen in die nächste Siedlung mit den nächsten Quests gehen. Und da habe ich beim letzten Mal festgestellt, jo, der einfachste Weg ist nach Heraklion zurück und von hier aus die Straße nehmen. Weil die Straße einmal durch den Hügel hier ins nächste Dorf führt. Das ist gar nicht mal so weit entfernt. Gortin. Wohin? Gortin. Und doch sonst geht's mir gut. Das ist das Haus des Anführers direkt, oder? Ja. Boah, der Leck. Dann gleich mal beliebt machen. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Wasserfall von Gortin. Ah da. Moment mal. Liegt jemand? Da liegt jemand. Ja, hier liegt jemand. Der Falsche. Erschreckend, wie schwach du bist. Ich habe einen Anführer getötet. Und da oben ist der Kartoffellehrer zu. Gibt's hier einen Keller? Drei Schätze. Ah ne, ist da oben. Ein Vorrat, zwei Vorräte, ein Schatz ist da drüben noch. Und einer ist über mir gewesen. Ja, stehen für mich. So und nicht anders. Und ihr habt gesehen, 80 Gegner mit schweren Klingen haben wir schon. Und gleich werden noch ein paar folgen, wie es aussieht. Unter mir und über mir. Ups. Scheiße.
Ja, machen wir mal ganz entspannt hier. Ja, ich lasse euch nicht leiden. Zumindest nicht übermäßig. Ich mach da mal weiter. Gut, abgeschlossen. Hübsch hier. Ach, da war schon mehr ein Kopfkopf her. Mir doch nicht auf die Nerven, alle Mann. Schöner Tempel. Okay, haut euch halt aufs Maul. Ich will euch nicht stören. Wasserfall von Gortin. Okay, welche Quest machen wir denn als nächstes? Rache wird kalt serviert. Wird wahrscheinlich zu den beiden Leuten gehören, die sich hier aufs Maul hauen. Ich hole mir jetzt erstmal da oben den Tempel und dann die Quest hier. Tempel der Athena Poudiochos. Ja, doch, aber... Na? Ich musste erstmal hier einen Tempel plündern. Jetzt kann ich dir helfen. Hilfe! Was fehlt dir? Seelenfrieden. Und Rache. Kannst du mir das verschaffen, Söldnerin? Wir geben dir alles Geld, das wir haben. Erst brauche ich mehr Informationen. Die Anhänger des Ares brennen unsere Dörfer nieder und nehmen unsere Familien mit, um sie zu opfern. Diese Malakas machen in der ganzen griechischen Welt nur Ärger. Genau deshalb sollen sie so leiden, wie wir gelitten haben, damit die Lebenden ihren Frieden finden und die Toten gerecht werden. Mein Speer gehört euch. Danke, Söldnerin. Du ahnst ja nicht, wie viel uns das bedeutet. Ich muss wissen, wo die Ares-Anhänger sind. Die Anhänger des Ares leben in Höhlen rund um die Gebirge von Zeus' Kinderstube. Ich treibe sie raus. Die Anhänger des Ares sind jetzt bei Hades. Danke, Söldnerin. Wie können wir das wieder gut machen? Gerechtigkeit hat kein Preisschild. Die Männer bekamen, was sie verdient hatten. Du gabst uns etwas Unbezahlbares. Frieden. Dafür werden wir dir ewig dankbar sein. Aber wir lassen dich nicht gehen, ohne unsere Dankbarkeit zu zeigen. Bitte nimm das. Ich brauche es nicht mehr. Gürtel des Ares. Ich hole mir die Belohnung. Da drüben ist sie! Du holst dir erstmal eine saftige Backpfeife. So, weg damit. Ach, scheiße, der ist einmal zu weit weggerollt. Weißt, wie rum man das Ding hält, ja?
schlagen. So. Du gehst mir jetzt mal nicht mehr auf die Eier, okay? Ach ja, ich hab auch noch das hier für dich. Und dann hat sich die Sache. Ein Fleischwolf, das ist schön. Ich laufe auch manchmal gerne durch die Gegend. Ich will den regulären Weg gerade zum Tempel, beziehungsweise vom Tempel laufen. Na gut, mal abgesehen von der Abkürzung hier. Huch, hier liegen ja so viele Tote. Was ist denn hier passiert? Wenn Leute einfach so lost in der Gegend rumstehen. Hier für den Bezirk. Ja, ich hole mir aber trotzdem erstmal hier rechts. Ich habe einen Als Kinder in der Agoge haben wir die Gesetze von Gortin gelernt. Wie kann ich helfen? Der Auftrag ist gefährlich und könnte uns beide umbringen. All meine Aufträge sind gefährlich. Es geht um Macht. Die Macht Gortin zu beherrschen, indem man einen Krieg auslöst. Kriege kosten sowohl Drachmen als auch Leben. Ich kenne den Preis nur zu gut. Kriege sind verheerend, aber es geht darum, was das Beste für Gortin ist. Und was schwebt dir vor? Ich stehe der Bule vor. Und laut unserem Kodex wählt der Rat nach einem verlorenen Krieg einen neuen Anführer. Mich. Und um die Sache ins Rollen zu bringen, sollen Köpfe rollen? Nur ein Kopf. Gerade ist ein Bote von Festus zu Besuch. Er will ohne Zweifel den Frieden mit Gortin verhandeln. Sein Tod wird dafür sorgen, dass Gortin nur eine Möglichkeit bleibt. Krieg. Und mein Lohn? Du wirst für deine Mühen angemessen bezahlt werden. Ich beginne einen Krieg für dich. Aber erst brauche ich Informationen. Bevor der Krieg ausbrechen kann, brauchen wir noch deine Hilfe, um Gortin zu schwächen. Zerstöre die Vorräte, stiehl die Reichtümer und töte diesen verdammten Boten. Wo finde ich den Boten von Festus? Dieser Mann des Friedens logiert des Nachts im Haus des Anführers. Bei Tag durchstreift er Gortin. Töte ihn und man wird Gortin dafür verantwortlich machen. Erzähl von den Vorräten, die ich vernichten soll. Die Waffenständer und Vorräte in der Festung Daedalus müssen vernichtet werden, damit sie den Krieg nicht gewinnen. Es gibt jede Menge Schätze in der Festung von Daedalus. Was du dort stiehlst, wird Gortin schmerzlich fehlen. Ich beginne diesen Krieg für dich. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir planen das schon seit einer Weile. Besuche mich, wenn es getan ist. Gortin außer Rand und Band. Okay, den Boten kann ich einfach so suchen. Wo ist denn Festung Daedalus? Da ist er. Oder habe ich die Vorräte und alles schon erledigt und muss jetzt noch ein Boot machen? Der hat ein schönes Kleid. Das ist hübsch. Der ist nicht nur angreifbar, wenn die Staatsstärke sinkt.
Ah ne, Daedalus-Festung dabei ich noch. Für ein vereintes Messara. Deine Hilfe im Kampf gegen Phaistos wissen wir sehr zu schätzen. Wie versprochen werde ich mich persönlich darum kümmern, dass du Teil des Bulerats wirst. Ich weiß von deinen Sorgen mit Ptolemaios. Ich werde ihn beseitigen, falls es sich als Hindernis erweist. Erzähle niemandem davon. Okay, da hinten sind sehr, sehr viele Leute. Ich finde es nicht so wie geplant. Oh shit. Es ist soweit. So, jeder kriegt sein Fett weg. Das denke ich nicht. Ach. Und noch ein Anführer ist tot. Kultist entdeckt. Du kannst nicht ewig kämpfen. Doch. Aber du bist ohne deine Schienbeine ziemlich wehrlos. Dieses bekackte Leuchtfeuer.
Oh. Gut, damit bedanke ich mich aber an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.